800. Ich glaube, aber 823 gibt es 1,0. Ja. Was allerdings ein Problem ist, dass dieses Zeugnis noch ein paar Fehler aufweist. Nämlich ist die besondere Lernleistung, steht hier als sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld. Das ist es natürlich nicht. Das ist Aufgabenfeld 3, mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch. Ja. Ja, aber da hätte ich doch an deiner Stelle sofort noch während der Zeugnisvergabe, direkt im Anschluss, wäre ich doch sofort erstmal zu meinem Tutor gerannt, der hätte gesagt, Freundchen, so nicht, und hätte sofort eine Änderung veranlasst. Ich habe auch eine Änderung veranlasst tatsächlich, aber weil es ja auch notwendig das ist. Das war ein Moment, wo die Redakteure auch so ein bisschen schmunzeln mussten insgesamt, wo sie dann fragten, wo geht Jason denn jetzt hin? Ist denn da, ja, der wird jetzt anstoßen, dass dieses Zeugnis geändert wird. Ja, ist ja auch notwendig. Ja, aber es hätte ja auch ein Moment sein können, wo man sich erstmal so einfach über all das freut und das ja, wirklich natürlich vollkommen genießt und dann am Montag anruft und sagt, hört mal zu, da ist noch ein kleiner Fehler. Ja, aber es gibt ja eine Frist, wann ich das Ding einreichen muss. Ja, aber du musst ja sowieso das einreichen, oder? Weiß ich nicht, wäre cooler, wenn ich das neue hätte. Achso, deswegen wolltest du so schnell reagieren, dass du das Richtige einreichen kannst. Okay. Ja, und gleichzeitig ist auch das, ich habe ja schon mal erzählt, dass der Titel von meiner besonderen Lernleistung nicht in die Eingabemaske gepasst hat. Ja. Ich habe ja einen gekürzten Titel geschickt, aber er wurde hier trotzdem in der Langfassung übernommen und ist deswegen abgeschnitten. In deinem Zeugnis? Ja. Lies mal jetzt das vor, was da steht. Modell des Feigenbaum-Szenarios chaotischer Schwingung als höherdimensionale Abbildung fraktaler A. fraktaler A. Das heißt, man kann jetzt rein interpretieren, wofür steht A. Ja. Fraktale Arschlöcher wird es ja nicht sein. Nee. Attraktor-Hyperflächen ist es. Stimmt. Ja. Aber, könnte natürlich so ein Anagramm sein, wenn man das früher gemacht hat, wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse publiziert hat, aber sie noch nicht abgesichert hat, aber man wollte zeigen, dass man die erste Person ist, die es entdeckt hat, hat man einen Code geschrieben und dazu geschrieben, wie er zu entschlüsseln ist. Und dadurch war es praktisch keine, wie er zu entschlüsseln ist, das hat man dann erst im Nachhinein gesagt. Und dadurch konnte man praktisch dann nachweisen, dass man zu dem Zeitpunkt schon gewusst hat. So. Okay. Ja. Dann gibt es noch die Fremdsprachen Verzeichnis, also Englisch und halt das Latinum und dann halt die Hochschulreife. Ja, das war's auch, soweit ich weiß. Und dann die Ausfahrt. Ja, das reicht ja. Ja. Achso, das ist noch eine Kopie. Das Ganze ist nochmal als Kopie. In die Ausfahrt rechts. Neu berechnet. Ja, ich würde sagen, da stoßen wir jetzt erstmal drauf an. Ja. Mit einem Schluck Markus Malz. Markus ist unser neuester Steady-Unterstützer einer Plattform, wo man uns mit Beiträgen unterstützen kann. Und dort hat Markus sich ein Paket ausgesucht, wo er demnächst das Thema einer Folge mit in unsere Folgenlosbox schmeißen kann. Und er kriegt eine Malzbiertaufe. Ja. Deswegen trinken wir heute Markus Malz. Prost, Jesse.